Ich habe mich mit der Zukunft befasst, aber nicht mit Anpassung. Ja. Und die Frage, die mir gestellt wurde, ist, was können wir denn tun? Ja. Dann habe ich gesagt, die Frage kann ich nicht beantworten. Ja. Ich kann nur erklären, wie es wird. Wir sind also zum Deutschen Wetterdienst gefahren und haben uns mal angeguckt, wie funktioniert denn Klimamodellierung. Und die funktioniert ungefähr so wie die Wettervorhersage. Also wenn Sie wissen wollen, wie übermorgen das Wetter in der Eifel wird, dann gucken Sie an, wie heute die Lufttemperatur in der Uckermark ist und vielleicht in Italien und speisen mit diesen Daten ein mathematisches Modell. Die Welt ist in so kleine Quader unterteilt, 2,4 Kilometer Kantenlänge. Und dann gibt dieses Modell die Luftmasse immer weiter, so weit, bis sie irgendwann in der Eifel ankommt. Und jetzt gibt es am Boden Einflüsse, die diese Luftmasse beeinflussen. Und das mathematische Modell rechnet quasi durch, wie diese Einflüsse wirken, bis meine Luft dort ankommt, wo ich sie betrachten möchte. Und es ist mittlerweile so präzise, dass zu über 90% der Fälle das eintritt, was der Wetterdienst oder der Deutsche Wetterdienst als Vorhersage abgibt. Also ein sehr feines Modell, das ist heute genauer als selbst die 7-Tages-Vorschau ist heute genauer als in den 70er Jahren die 2-Tages-Vorschau. Und beim Klima macht man das im Prinzip genauso, nur dass man in die Zukunft guckt und ein paar Annahmen treffen muss. Die sogenannten RCP-Szenarien des Weltklimarates. Ja, den hatten wir auch gestern schon zum Teil auf der Bühne. Also einmal, es geht so weiter wie bisher, wonach es ja aussieht. Und einmal, wir machen sofort radikalen Klimaschutz, also sofort alle Kohlekraftwerke weltweit abschalten, alle Verbrenner von der Straße holen. Also ein Szenario, was nicht sehr wahrscheinlich ist. Und dann gibt es noch zwei Szenarien dazwischen. Ein bisschen Klimaschutz und ganz okayen Klimaschutz. Und wenn Sie das durchrechnen, dann können Sie eben sehr genau sehen, wie das Wetter sich Mitte des Jahrhunderts verändern wird. Wie sich also das Klima so verändert, dass unser Wetter dann ein anderes ist, als wir es heute haben. Und das wirklich Frappierende für uns war, dass die Messen im Prinzip schon gesunken sind. Wir haben also schon so viel Treibhausgase produziert, dass diese Schere zwischen diesen einzelnen Szenarien erst so ab dem Jahr 2040 auseinandergeht. Es gab eine Studie jüngst in Nature, da haben sich Wissenschaftler mal angeguckt, was würde denn passieren, wenn wir sofort null Treibhausgase in die Atmosphäre blasen würden. Der Impact würde sich erst im Jahr 2033 ungefähr einstellen. Einfach weil eben bis dahin die Treibhausgase, ein sehr träges System, schon so platziert sind, dass sie unser Leben verändern werden. Das heißt quasi bis mindestens 2033 ist die Zukunft schon determiniert, festgelegt zum großen Teil. Ja, im Idealfall, im Realfall ist es wahrscheinlich so eher 40, 45, weil der Idealfall ja davon ausgeht, dass wir sofort null Treibhausgase produzieren. Und null Treibhausgase produzieren, das bedeutet eben zum Beispiel, dass wir aufhören, Häuser zu bauen mit Beton, dass wir aufhören, Eisenbahnschwellen zu verlegen, dass wir aufhören, Häuser zu heizen, etc. pp. Okay, also wir haben eine Zukunft vor uns, die in weiten Teilen jetzt erstmal schon feststeht und jetzt kommt es davon an, wie viel Klimaschutz wir betreiben, um zu sehen, was dann nach 2040 beispielsweise vielleicht noch für verschiedene Weichen möglich sind. Wir leben in, glaube ich, entscheidenden Zeiten, weil wir im Moment entscheiden, ob die Kippelemente in Gang gesetzt werden. Und das, was ich so an wissenschaftlichen Studien lese, das ist wirklich beängstigend. Beispielsweise erschien Ende August eine Studie vom dänisch-grönländischen Gletscherdienst. Die haben mal nachgemessen, wie denn die Modelle Grönland abbilden. Und die haben festgestellt, die Modelle bilden Grönland sehr schlecht ab. Wir werden bis Ende des Jahrhunderts 78 Zentimeter Meeresspiegelanstieg alleine durch Grönland bekommen. Das ist etwa so viel, nehme ich an, oder? Alleine durch Grönland, jawohl. Mhm. Das heißt, Städte wie New York, Bangkok, Basra, die sind alle nicht zu halten. Die müssen umgesiedelt werden. Und Emden liegt einen Meter hoch.
Also da können Sie sich dran vorstellen, was auf uns zukommt. Und das hört ja nicht auf. Das ist ja nicht bei 78 Zentimeter getan. Da kommt ja dann im nächsten Jahrhundert wieder ein Meter oder zwei Meter dazu und im Jahrhundert drauf dann eben wieder ein Meter oder zwei Meter. Wenn all die Süßwasserreserven abschmelzen, steigt der Meeresspiegel um mehr als 60 Meter. Das muss ich erstmal verdauen. Lassen Sie uns mal in diesem Jahrhundert bleiben erstmal. Wir haben ja ein ganzes Buch geschrieben dazu auch. Was haben wir jetzt zum Beispiel? Also es soll nicht nur um Deutschland gehen, aber wir nehmen das mal als Beispiel, weil Sie dazu auch dieses Buch geschrieben haben. Was erwartet uns da? Was sind die Auswirkungen eines nicht nur gesteigerten Wasserspiegels, sondern es geht ja auch um neue Arten, Bewegungen und geht um viele Aspekte. Was sind so ein paar Dinge, die Sie uns vielleicht greifbar machen wollen, was da passieren wird, voraussichtlich? Also zunächst, wir werden Mitte des Jahrhunderts 2 Grad mehr in Deutschland haben. Wir beschreiben in einem Kapitel, die Städte werden kochen. Mhm. Wir sind mit diesen Ergebnissen, die wir gewonnen haben, zu Experten gefahren und haben gefragt, was heißt das denn, wenn eine Stadt 2 Grad wärmer ist? Das heißt beispielsweise, dass die Spitzentemperaturen dann eben jenseits der 40 Grad liegen. Unsere Körpertemperatur liegt bei 37 Grad. Das heißt, wir müssen uns runterkühlen. Die menschliche Kühlung funktioniert so bis ungefähr 35 Grad. Alles, was drüber ist, ist lebensgefährlich. In Lancet ist eine Studie erschienen mit dem Titel 27 Wege an Hitze zu sterben. Es gibt bereits heute in Deutschland mehr Hitzetote als Verkehrstote. Und während wir natürlich diese Verkehrssicherheit ganz oben auf der Agenda haben, redet über die Hitzetoten niemand, weil das sind vulnerable Menschen, alte Menschen, Schwangere, Kleinkinder, also die, die sich sowieso nicht wehren können. Also eine Stadt, die kocht, es gibt ein Institut, das hat mal durchgerechnet, wenn wir die Bauvorschriften, die heute gelten, weiterhin einhalten, was passiert denn dann mit den Städten, die besonders betroffen sind? Übrigens frohe Botschaft für alle, die aus Bonn kommen. Bonn gehört zu den Regionen, die besonders betroffen sind. Also alles, was sich so von Stuttgart in Südwestdeutschland nach oben zieht, ist besonders betroffen. Wir werden also bereits 2035, 2033 mit den Bauschriften, die wir heute haben, sämtliche Grenzwerte beispielsweise für Hitze überschreiten in den Regionen. Das heißt, die Bauvorschriften, die wir heute haben, die sind für das Klima der Zukunft überhaupt nicht angepasst. Wenn Sie sich angucken, wie heute beispielsweise bei mir in Berlin gebaut wird, riesige Glaspaläste, Wahnsinn. Die sind schon in 5 bis 10 Jahren nicht mehr nutzbar. Einfach weil es so brüllend heiß in diesen Glaspalästen werden wird, dass Sie darin nicht mehr arbeiten können. Die Taz hat auch jetzt, ich bin wieder bei der Taz, die Taz hat auch so einen Glaspalast. Du kannst da im Sommer nicht mehr drin arbeiten. Das ist unmöglich. Dann wird sich überlegt, ja, wir können es doch kühlen. Ja gut, aber kühlen braucht natürlich Energie und die muss irgendwo herkommen. Und wenn wir jetzt grüne Energie als Taz wollen, ja, wir haben nicht genug grüne Energie. Also das ist der erste Punkt. Wir werden ein heißeres Leben haben. Wir werden aber vor allen Dingen ein ungemütlicheres Leben haben. Also das, was an Hitze extrem, an Wetter extrem, an Dürre, was wir heute sehen, das wird sich verstärken und es wird häufiger. Das ist reine Physik. Die Gleichung von Claudius Clapeyron sagt, Luft, die 1 Grad wärmer ist, kann 7% mehr Wasserdampf aufnehmen. Und Wasserdampf ist quasi eine Energiegröße. Das, was es heute noch an Landregen gibt, diesem schönen, leicht rieselnden, das wird eher die Ausnahme Mitte des Jahrhunderts sein. Wir werden in der Region, wo ich zu Hause bin, keinen Wald mehr haben. Wald, so wie wir ihn heute kennen. Also die Buche braucht 450 Liter Regen im Jahr. Wir haben heute schon keine 450 Liter mehr. Und es wird dort so stark zurückgehen, dass die Buche eben keine Zukunft hat. Die Fichte, wenn Sie heute durchs Land fahren, die Fichte ist jetzt schon überall beim Absterben. Der Thüringer Wald sieht im Moment grauenhaft aus. Der Harz, die Sächsische Schweiz, also wir sehen es bereits, wir leben mitten im Klimawandel und das wird sich bis Mitte des Jahrhunderts sehr stark zuspitzen. Autsch, ja. Aber dafür haben wir Sie eingeladen, dass wir so eine Art Eindruck kriegen, was passiert denn da alles oder was wird da wahrscheinlich passieren, auch hierzulande, um das irgendwie auch für uns begreifbarer zu machen.
Was hat Sie denn ganz besonders innerlich angegriffen, wenn Sie sich damit befassen? Also mich zum Beispiel, als wir eine Vorrede hatten, neue Krankheiten, invasive Arten, das hat mich sehr angesprochen. Hat, oh jemine, was kommt denn da alles? Was war es denn bei Ihnen? Die asiatische Tigermücke, die ist mittlerweile heimisch. Es gibt eine Population nachgewiesen in Jena. Die ist also von Süden immer weiter Richtung Norden gezogen. Und wir hatten im letzten Jahr die ersten Fälle von Denguefieber. Also eine tropische Krankheit. Die Mediziner wussten gar nicht, was ist das denn für ein Krankheitsbild? Das kennt man ja hier nicht. Aber diese Tigermücke überträgt eben Dengue und ein paar andere sehr gemeine Krankheiten. Wir müssten also unsere Mediziner nach Afrika schicken, um mal dort in Hospitation zu gehen. Wie erkennt man denn tropische Krankheiten? Der Klimawandel wird unsere Lebensgewissheiten, die wir Jahrzehnte, Jahrhunderte lang mit uns rumgetragen haben, der wird die verändern. Also früher hieß es immer, schick dein Kind in den Wald, das ist gesund. Künftig muss es heißen, schick dein Kind nicht mehr in den Wald, das ist ungesund. Zumindest wenn du die Zecke nicht auf dem Schirm hast. Die Zecke ist mittlerweile im Emsland zu Hause. In Brandenburg gibt es Vorwarnungen. Das Robert-Koch-Institut gibt so einen Atlas raus über die Zecke als Krankheitsüberträger. Die Zecke kann ihr Kind schwer schädigen. Die Zecke greift die Hirnhaut an und das kann also bis hin zu Lähmungen führen. Das muss man auf dem Schirm haben. Und wenn man das nicht auf dem Schirm hat, dann ist das eben eine von diesen Krankheiten, die der Klimawandel Mitte des Jahrhunderts sehr wahrscheinlich in unseren Breiten macht.